I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, ihr wisst ja, das Aufgebraucht-Video von dem Buch, ganz laut, konnte ich bisher noch nicht abdrehen. Und zwar, ich hatte eine Prüfung die Woche und habe deswegen das Aufgebraucht-Video verschoben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es jetzt erst kommt. Aber ich will den Müll unbedingt loswerden und deswegen zeige ich euch die Sachen und wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, ich greife einfach mal wild in die Tüte hinein und fange an mit diesem Shampoo von Ghoul. Und zwar, dieses Shampoo ist ein Farbdämpf-Shampoo für braunes Haar. Und ja, ich fand den Geruch ganz gut. Also ich hatte vorher noch kein Ghoul-Shampoo. Und ja, die Pflegewirkung fand ich auch gut. Also ich habe von meiner Mutter 2 Stück bekommen. Und das zweite ist auch jetzt noch in meiner Dusche. Und ja, ich nehme es eigentlich echt gerne. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder mal nachkaufen. Beziehungsweise ja, mal die anderen anschauen, wie die so sind. Jetzt muss ich ganz kurz hier die Sachen aufheben. Alles ist hier runtergefallen. Awesome. Weiter geht's. Und zwar mit ja, diesem Haaröl, und zwar von Schwarzkopf Essence Ultim von oder entwickelt mit Claudia Schiffer. Ja, das ist diese Serie hier. Ja, war ich sehr neugierig drauf und wollte es mal austesten. Ich fand den Geruch ganz gut und ja, ich würde es mir echt wieder nachkaufen. Also ich fand es ganz interessant und ganz spannend. Der Geruch hiervon war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr werdet von der Serie noch mehr in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Dann habe ich wie immer eine Mundspülung aufgebraucht, und zwar diese hier, extra frisch von Parodent. Ja, ich kaufe immer wieder irgendeine nach, wo ich gerade bin, und die war auch okay und die würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann ist eine Handseife, eine antibakterielle, leer gegangen, und zwar dieses Schätzchen hier, die ist von Sienne. Sienne ist ja die Eigenmarke von Lidl. Und ja, da mag ich den Duft total gerne. Das ist so ein ganz frischer, sauberer, reiner Duft. Und die nehme ich wirklich sehr gerne und die würde ich mir auf jeden Fall auch wieder nachholen. Dann ist leer gegangen ein Duschgel. Ein Duschgel. Also da warten noch ganz viele in meinem Sack auf euch. Und zwar, das hier ist von Balea. Dusche und Creme. Diese gefällt mir Edition mit Kirsch- und Mandelduft. Ja, muss man dran schnuppern. Das ist schon ein bisschen her, wo ich es aufgebraucht habe. Ja, der Duft war sehr, sehr lecker. Also ganz intensiv nach Kirsche und Mandel. Und ja, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, es war so eine Limited Edition. Ja, würde ich mir echt wieder nachkaufen, weil ich den Duft sehr, sehr lecker fand. Dann ist leer gegangen von El Corina so ein Softöl Duschbalsam, Duschbody Lotion für sehr trockene Haut. Ja, da habe ich mir jetzt von El Corina mal mehrere mitgenommen. Die hatten ganz viele interessante Richtungen und ja, fand ich gar nicht schlecht, der Duft war gut und ja, würde ich mir bei Gelegenheit auch wirklich nochmal nachkaufen. Dann ist leer gegangen mein Lieblingsweichspüler, und zwar diese hier von Softlane, den wollte ich euch auch zeigen, und zwar das der Vanille und Orchidee. Also auf den schwöre ich total, den kaufe ich mir immer, immer wieder nach. Klar, ich habe immer verschiedene da, aber der ist eigentlich durchgehend immer da. Dann ist leer gegangen eine Haarspülung, und zwar diese hier von Pantene Pro V, die Aqualight-Pflegespülung. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im normalen Sortiment überhaupt noch gibt. Ja, der Geruch ist sehr, sehr lecker, aber leider auch nur Geruch, nur der Geruch. Ja, gekauft habe ich mir das in Thomas Philips. Ich weiß gar nicht, ob es das regulär im Sortiment noch gibt. Ich finde den Geruch total lecker, aber die Pflegewirkung, ja, ist leider nicht mehr so gut. Also irgendwie haben sie die Rezeptur geändert, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall werden meine Haare total strähnig und fettig davon und aufgrund dessen werde ich es mir leider nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich immer in meiner Handtasche solche Feuchttücher. Das sind meine allerliebsten, und zwar die von Isana Kids. Diese Reinigungstücher, die riechen so lecker nach frischen Apfel, nach grünen Apfel. Und ja, die nehmen nicht viel Platz weg, haben eine tolle Größe und sind schön feucht. Und deswegen, ja, kaufe ich mir die eigentlich immer und immer wieder nach. Und auch diese hier sind wieder im Gebrauch in meiner Handtasche. Ja, da wollte ich mal welche von DM probieren, und zwar diese hier von Sauber. Ja, duften nach Himbeere, die waren okay, aber ich finde die Tücher vom Rossmann einfach besser. Also die waren schon okay, mal zwischendrin, werde ich mir aber nicht mehr nachkaufen. Dann ist leer gegangen ein Body Scrub, und zwar dieses hier.
Das ist ja dieses Smaragd von Abbott und Brome. Das gibt es, ja, wenn es im Angebot ist, bei Aldi. Und ja, auf den Geruch stehe ich ja so. Also die Leute, die mich länger verfolgen, haben schon die Seife gesehen und alles Mögliche. Und dieses Body Scrub fand ich auch sehr, sehr gut und würde es mir das nächste Mal auf jeden Fall noch danach kaufen. Dann ein weiteres Duschgel. Dieses hier von Balea ist leer gegangen. Dusche und Ölperlen für eine geschmeidige, intensiv pflegende Haut, bla bla. Mit Aprikosen und Jasminblütenduft. Und der Duft war so lecker. Ja, total super Duft. Also hat mir total zugesagt und die Farbe war pink. Ja, das hat mir auch zugesagt, natürlich. Und ja, würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ob es eine LE war. Das kann ich euch nicht einmal genau sagen, ob es das noch gibt. Also da müsst ihr mal gucken. Dann, ja, ich habe es euch gerade gesagt, eine Seife von der Serie ist auch noch leer gegangen. Also wenn es die im Angebot gibt, schnuppert mal dran. Ich finde den Duft so, so lecker. Also total klasse. Ja, jetzt kommen wir zu den anderen Produkten von dieser Serie. Und das hier ist die Spülung mega schlecht. Also fand ich überhaupt nicht gut, würde ich mir gerade nachkaufen. Der Duft hat mir überhaupt nicht zugesagt. Sehr männlich, maskuliner Duft. Mag ich schon mal gleich gar nicht und auch die Pflegewirkung war echt schlecht, also kann ich euch absolut nicht empfehlen. Ja. Dann sind noch weitere Feuchttücher leer gegangen von der Handtasche und zwar diese, die habe ich in der Türkei mitgenommen. Die Ivory, ja, gibt es hier nicht, also die habe ich in der Türkei gekauft und ich mag den Duft ganz gerne und wenn ich wieder in der Türkei sein sollte, würde ich mir die bestimmt wieder nachkaufen. Ja, dann Abschminktücher sind leer gegangen, natürlich meine allerliebsten von BB. Die kaufe ich mir immer wieder nach und ja, das ist einfach ein Top-Produkt, was ich euch immer wieder ins Herz legen kann. Preis-Leistung perfekt und ja, werde ich wieder nachkaufen, beziehungsweise ich habe noch ein Päckchen hier. Dann meine allerliebste Haarspülung ist diese hier von El Corina. Die gibt es aus der Eigenmarke von der Norma und der Duft von dieser Haarspülung ist einfach nur göttlich und die Pflegewirkung auch. Also da wirklich, die habe ich euch schon so oft gezeigt. Schnuppert dran, probiert sie aus, ihr werdet bestimmt genauso begeistert sein wie ich. Ja, mein Lieblingsdeo, was ich immer wieder nachkaufe, ist auch leer gegangen. Und zwar dieses von Rexona, das Shower Fresh Duschgel. Und der Duft ist einfach nur für mich perfekt und das kaufe ich immer, immer wieder nach. Ja, was auch leer gegangen ist von dieser Serie, ist hier diese Spülung heißt das Ganze. Ja, die war okay, die fand ich vom Duft her besser als die Haarspülung, die war ganz gut, aber ja, sie hat mich jetzt nicht umgehauen und deswegen würde ich sie nicht mehr nachkaufen, aber die war im Vergleich zur Haarspülung sehr, sehr gut. Dann ein weiteres Duschgel ist leer gegangen und zwar dieses hier von CD, das Glücksgefühl Duschgel, ja, der Duft war sehr, sehr lecker, sehr frühlingsmäßig. Ja, fand ich ganz gut, aber ich würde es mir jetzt im Moment nicht mehr nachkaufen. Ich habe noch so viele unten und ich brauche immer wieder was Neues. Und ja, wenn ihr das noch nicht kennt, schnuppert mal dran. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Ja, dann war ich ja so kurz in der Tschechei und das wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber wenn man in die Tschechei kommen sollte oder direkt grenznah wohnt, solltet ihr das unbedingt probieren. Und zwar, ich habe mir so ein blaues Fanta dort mitgenommen, so eine riesen Pulle, wir wissen da drinnen, 2 Liter. Und das hat nach Holunder geschmeckt und es war das beste Fanta ever. Also das war so ein tolles Produkt. Also wenn ihr in die Tschechei fahren solltet, dann nehmt euch eine blaue Fanta mit. Ja, dann vom Heilfasten her. Oder von meinem Fasten her. Ich mache diese 5:2 Diät. Und dann brauche ich an den Fastentagen immer Sachen zum Essen, was nicht so viel Kalorien hat. Da esse ich ganz gerne diese Apfelringe von Fruchtbar. Die sind so lecker. Und haben hier die ganze Tüte, sind 25 Gramm drinnen, nur 91 Kalorien. Und die schmecken wirklich lecker. Die sind so knusprig. Und ja, ganz tolles Produkt. Die müsst ihr unbedingt mal probieren. Die sind echt günstig. Dann ist leer gegangen von Denk mit. Dieses Schätzchen hier kann ich euch auch voll ans Herz legen. Und zwar, das ist ein Wäscheduft. Das packe ich mir immer mit zu meiner noch nassen Wäsche in den Trockner. Und danach finde ich die Wäsche so gut. Ach, ich kann es euch so empfehlen. Ja. Ach, der Duft ist so frisch und ja, ganz tolles Produkt. Und Irina, unbedingt ausprobieren. Das ist noch besser als das Bügelwasser. Auf jeden Fall. Ja, dann ist noch leer gegangen ein weiteres Deo und zwar Cool Blossom. Ihr wisst ja, auf die Serie habe ich voll geschwört. Ich fand den Duft lecker, aber ich habe mich so dran satt gerochen. Also ich muss sagen, jetzt nervt mich. Und ich bin so froh, dass ich es jetzt endlich entsorgen kann und ich würde es mir auch nicht mehr nachkaufen. Ja,
weiter geht's mit meinem Lieblingsduschgel. Und zwar, das ist eins, was ich immer gerne nachkaufe. Der Duft ist so frisch lecker. Und zwar, das ist von Pure. Das bekommt ihr bei Netto. Und das ist Duschgel Wasserlilie. Ganz, ganz, ganz toller Duft. Und ja, schnuppert da mal dran, wenn ihr im Netto seid. Zahnpasta ist natürlich auch leer geworden. Und zwar diese hier von Signal. Kann ich euch absolut nicht empfehlen, würde ich mir auf gar keinen Fall nachholen. Die hat nicht schön geschäumt, der Geschmack war irgendwie überhaupt nicht gut und kein Nachkaufprodukt auf gar keinen Fall. Dann sind wir gegangen, Feuchttücher, das sind auch die, was ich immer wieder nachkaufe, und zwar die von Touchour. Die bekommt ihr bei Miele und ich mag hier nur die gelben davon, die finde ich von der Wirkung vom Duft vor allem einfach nur perfekt. Ich sehe gerade, ist noch ein Päckchen leer gegangen von meiner Reinigungstüte. Dann, ach ja, kurz vor dem Essen, und zwar auch am Fastentag, oder eigentlich nicht am Fastentag, aber einfach so zwischendrin esse ich ganz gerne von Bleib gesund, diese Apfelringe, die sind so richtig schön fluffig. Ja, also die wollte ich euch unbedingt zeigen, die müsst ihr mal probieren, kostet 1,99 und ja, finde ich ganz, 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 ganz klasse und deswegen schaut sie euch mal an und testet sie. Ja, ebenfalls von meinem Fastentag ist dieses hier, das ist ein Kokoswasser, fand ich ganz lecker, hatte Kalorien, Moment, 20 Kalorien und ja, war ganz lecker und würde ich mir auch echt nochmal nachkaufen. Wir kommen schon zum Ende, also ich versuche mich zu beeilen, ich weiß, ihr mögt so lange Videos nicht so gerne, aber die Tüte ist halt einfach brechend voll und ich muss euch die Sachen hier zeigen. Dann ist eine Handseife leer geworden, und zwar eine von Isana, die Winterseife. Mein Freund fand sie total klasse. Ich muss sagen, ich bin froh, dass der leer ist. Ja, die hat vom Geruch her so nach Karamell geduftet. Ja, also richtig karamellig und ich finde, es ist so ein Weihnachtsduft und jetzt soll es Frühling werden, deswegen müssen andere Düfte her. Dann habe ich mir ebenfalls in der Tschechei mitgenommen. Solche Sachen hier, das sind so Duftdosen, die gibt es dort sehr günstig für 1,40 €. Ja, die wollte ich euch hierfür mal zeigen, also wenn ihr in der Tschechei seid, wie gesagt, nehmt euch das Pfand damit, was einfach nur geil ist. Und diese Duftdosen, wenn ihr auch diese Sprühteile da daheim habt, und ich finde die einfach in Deutschland viel zu teuer, diese Sprühdinger. Also ich kaufe mir die ab und zu beim Kick, wenn es die günstig gibt, oder in so einem Schnäppchen-Shop gibt es die auch manchmal ganz günstig. Oder eben in der Tschechei, das sind sie am allergünstigsten und die haben ganz tolle Düfte. Ja, der war auch sehr, sehr gut. Also da schaut mal danach, wenn ihr dort seid. So, wir kommen langsam mal bis hier zum Ende. Dann ist noch eine Zahnpasta leer gegangen, und zwar von Fensodyne. Die habe ich beim Zahnarzt bekommen, als ich das letzte Mal dort war und Zähne putzen wollte nach der Arbeit. Ja, die haben sie mir mitgegeben, da habe ich sie zu Hause aufgebraucht und die war echt ganz gut. Also die würde ich mir vielleicht echt mal in groß holen. Oh, ich sehe gerade, es ist noch eine Zahnpasta leer gegangen. Oh je. Und zwar diese hier, das ist die Antikaries von Paludent und die war super klasse. Also die kann ich euch absolut ans Herz legen und empfehlen und ja, probiert die mal aus, sie ist echt toll. Hat wunderschön geschäumt, der Geschmack war gut. Klasse Produkt. So, dann ist noch leer gegangen ein Lippenbalsam, und zwar von Balea einer, der Sweet Lady. Der hat ja einen ganz guten Geschmack gehabt und ja, würde ich mir wieder nachkaufen, aber ich habe noch so viele hier, deswegen brauche ich erstmal die auf. Dann ist ein weiteres Haaröl leer gegangen, und zwar dieses. Hier habe ich die komplette Serie hier. Beginnen möchte ich eben von der Serie mit dem Haaröl und das fand ich sehr gut. Da war halt extrem wenig drinnen, aber der Duft und die Pflegewirkung waren echt klasse. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten, beziehungsweise drei. Und zwar das ist der Rest von der Serie, Shampoo und Conditioner. Ja, Pflegewirkung, top, mega klasse, aber der Geruch, oh, ich konnte mich nicht mit anfreunden. Wer auf zitronische Düfte steht, würde es lieben. Ich hasse es. Also, ich muss wirklich sagen, das war mir viel zu zitruslastig. Also, unter Arganöl hatte ich eine andere Vorstellung und ich war so froh, wie es endlich leer war, weil ich mit dem Geruch nicht klargekommen bin. Also, das Öl hat überhaupt ganz anders gerochen. Es war so lecker vom Duft. Da hätte ich mir gern auch hier den Duft gewünscht, aber leider war das nicht so. Also, aufgrund vom Geruch würde ich mir das echt nicht mehr nachkaufen, weil mir dieses zitruslastig überhaupt nicht zusagt. Aber die Pflegewirkung und alles andere war echt mega klasse. Also, es sind echt Top-Produkte, nur leider der Duft. Nichts für mich, aber vielleicht für euch. So, und das letzte Produkt. Ich habe so saucooles
lila Klopapier, das wollte ich euch noch zeigen, in so einem schönen Lila. Also wenn es das beim Lidl nochmal gibt, dann schaut euch das echt an. Das hat so voll lecker nach Fliege geduftet, also wirklich ganz extrem. Und ja, hat hier so einen ganz süßen Panda-Bär drauf. Also da, wenn es das wieder geben soll im Angebot, schaut man echt mal an, weil das echt cool war. Ja, das war's dann mit meinem Video. Das war das aufgebrauchte Video für Februar/März. Ich hoffe, es waren für euch ein paar interessante Produkte dabei. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ich hab euch lieb. Tschüss.